Da sind sie wieder, die 13.000 DAX-Punkte diese Woche, Johanna. Ja, und es gab ja eigentlich nicht so richtig was doll Handfestes, sondern so viele Hoffnungen, Gründe, von Apple angefangen, von Corona, Impfstoffbehandlung bis hin zu Notenbanken, die für hoffentlich weiter billiges Geld sorgen, oder? Genau, es sind überwiegend eigentlich Spekulationen und Zukunftshoffnungen. Da hast du natürlich völlig recht. Aber gerade diese medizinischen Hoffnungen, wie die Blutplasmatherapie in den USA, die genehmigt wurde, oder eine Beschleunigung, was die Impfstoffzulassung angeht, wie sehr die Börsen doch darauf anspringen, zeigt ja eigentlich auch noch, auch wenn wir sagen, naja, wir schauen in die Zukunft und setzen auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung, zeigt aber nichtsdestotrotz, wie sehr der Markt trotzdem noch mit und in dieser Corona-Krise gefangen ist, finde ich. Und in den USA, da gab man ja jetzt eigentlich nach Russland so ein bisschen das Go für schnellere Impfstoffe, auch wenn noch nichts zugelassen ist, aber da gab es auch Kritik. Ja. Da gab es auch Kritik, dass das womöglich zu schnell ist, dass diese Blutplasma-Behandlung, hat die Weltgesundheitsbehörde gewarnt, dass das vielleicht noch nicht ausgereift genug ist. Nichtsdestotrotz, Börse handelt Zukunft, es ist Hoffnung und so steigen die Kurse, vor allem aber auch in den USA. Die Technologie-Rallye, die hört ja gar nicht mehr auf. Die hört gar nicht mehr auf und es kommen aber auch immer wieder Nachrichten, die noch weiter für ein Beflügeln sorgen, für einen Push sorgen. Und auch heute, oder sagen wir einfach mal zum Ende der Handelswoche, schauen wir natürlich auch in Richtung USA. Du hast ja gerade schon das große Notenbankertreffen angesprochen, eigentlich im Tal von Jackson Hole. Aber klar, natürlich jetzt online, wie sich das gehört in der Corona-Zeit. Und da schaut man auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell. Ja, das ist wie immer die wichtigste Rede, denn Jerome Powell wird womöglich die Inflationsstrategie der Fed ändern. Bisher ist es ja so, wie bei uns hier in Europa mit der Eurozone EZB, 2% Inflationsziel, aber wenn man auf die letzten 10 Jahre schaut, hat einfach nicht geklappt. 1,6% kriegen die Amerikaner hin und da sagen die jetzt, wir lassen einfach zu, oder das ist zumindest die Hoffnung, dass Jerome Powell das sagt mit seinem Team, wir lassen einfach zu, dass das mal drüber und mal drunter ist. Heißt natürlich dann im Umkehrschluss auch, dass die Kurse bzw. die Zinsen nicht steigen können, auf lange Zeit niedrig bleiben, dass Wertpapiere weiter gekauft werden. Ja, und das ist wieder so ein Hoffnungsträger an der Börse. Genau, also wenn man da tatsächlich von diesem Durchschnittswert, was die Inflationsziele ausgeht, würde das oder könnte das natürlich mal wieder die Finanzmärkte, die Aktienmärkte befeuern. Und naja, von oder unter Feuer, so kann man es glaube ich am besten beschreiben, war auch das Unternehmen, was aus dem DAX flog. Und ein bisschen unter Feuer steht momentan auch der Neuling, Delivery Hero, seit Montag im DAX, aber so der große Kracher ist es nicht momentan. Ja, es gab die Halbjahreszahlen, ne, und da war schon erwartet worden, klar, die haben ordentliche Lieferungen gehabt, aber es war ja schon im Vorfeld klar, das Unternehmen schreibt rote Zahlen, aber dass sie so rot sind. Ne? Doppelt so hoch wie im vergangenen Jahr. Also stand hier das Minus unterm Strich mit 443 Millionen Euro. Du hast recht, klar, man hat erwartet, dass die noch keine schwarzen Zahlen schreiben. Vor allen Dingen, wenn man sich auch noch mal ins Gedächtnis ruft. In der Corona-Zeit hat man hier noch mal Bestellrekorde einfahren können. Das heißt, klar, die Leute, die zu Hause saßen und, ich sag's jetzt mal lapidar, keine Lust hatten, sich hier jedes Mal den Herd anzuschmeißen, die haben sich natürlich dann gerne auch mal was liefern lassen. Und aufgrund dieses Bestellrekords hat man die Umsatzprognose schon im Juli angehoben. Vielleicht hat da der ein oder andere doch auf etwas bessere Zahlen gehofft. Also wir sehen Delivery Hero unter den größten Verlierern und das eigentlich schon seit Wochenbeginn. Ganz anders sieht es da allerdings dann aus, wenn wir uns in den USA anschauen. Du hast die Tech-Werte eben schon angesprochen. Bei Apple steht eine Neuerung ins Haus, Ende des Monats. Ja, ein Aktiensplit. Das ist der 5. in der Geschichte von Apple. Und bei den anderen 4 war es immer so, dass die Aktie im Nachhinein ordentlich zugelegt hat. Warum? Ganz logisch, optisch ist es günstiger geworden und vor allem kleinere Anleger können dann sozusagen billiger, optisch billiger einkaufen. Ist ein Unterschied, ob man 100 500. Euro oder 125 oder 500 Dollar bezahlt. Ja, und aber auch bei den anderen Technologiewerten geht es irre weiter aufwärts. Welche noch? Tesla legt auf jeden Fall weiterhin heftig zu. Bei Tesla gibt es ja auch den anstehenden Aktiensplit. Da hat Elon Musk nochmal ordentlich nachgelegt und auch die Börsenbewertung von Tesla ist nochmal richtig angestiegen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die ganzen Analysten vielleicht ein bisschen ab von der Realität sich übertrumpfen wollen mit neuen Kurszielen. Ich habe diese Woche gelesen, dass einer tatsächlich das Kursziel auf 3.500 US-Dollar angehoben hat. Und er sagt, naja, die Produktion und die Erwartungen, die Verkaufszahlen in China könnten das durchaus hergeben. Das ist schon ein ordentlicher Batzen, auch für Tesla, muss man sagen.
Ja, das ist auch ein ordentlicher Batzen, wenn man so den Gesamtmarkt betrachtet. Ne? Irgendwie seit Jahresbeginn 35% plus im Nasdaq, ja. 100. Können wir hier in Deutschland nur von träumen. Gab auch in Deutschland noch so ein paar Konjunkturdaten, die eigentlich dazu geneigt waren zu sagen, ja, okay, es ist nicht alles schwarz hierzulande, ja. Aber war jetzt auch nichts, was irgendeine Euphorie auslösen könnte. Das stimmt. Ganz kurz aber nochmal in den USA. Du hast Apple ja schon angesprochen mit dem Aktiensplit und was da jetzt spannend wird, klar, bei uns gab es Bäumchenwechsel dich im DAX. Das heißt, Wirecard fliegt raus, Delivery kam rein und dieser Apple-Aktiensplit, der hat auch so ein bisschen einen Rattenschwanz, der nach sich gezogen wird, denn der ganze Dow Jones wird dadurch ein bisschen umgeschichtet, denn der nominale Aktienwert zählt ja da, was die Gewichtung angeht. Und da rappelt es ja dann doch in der Geschichte. Das heißt, eigentlich, wenn man bei uns von einem DAX-Dino spricht, dann ist das eigentlich beim Dow Jones ExxonMobil. Das ist dann ein Ur-Dino sozusagen, der rausfliegt, oder? Ja. 92 Jahre? 92 Jahre, ja. Ich glaube, das Unternehmen, das am längsten im Dow gelistet war. Ne? Genau, fliegt jetzt raus. Also Öl wird erstmal gestrichen, möchte man fast sagen. Salesforce zieht nach. Salesforce hat auch schon Zahlen geliefert. Das ist ein Cloud-Computing-Spezialist, aber es tut sich noch ein bisschen mehr. Pfizer wird durch Amgen ersetzt und wir haben aber tatsächlich auch nochmal den Rüstungskonzern Raytheon. Die fliegen raus und werden durch den Mischkonzern Honeywell ersetzt. Mhm. Also da werden die Bäumchen nochmal ordentlich durcheinander geschüttelt. Aber wir kommen jetzt zu den Konjunkturnachrichten, die du angesprochen hast. Ja, genau. Wir hatten noch IFO-Daten. Wir hatten den vierten Anstieg beim IFO-Gesamtindex in Folge. Und wir hatten die Woche mit Professor Fuß gesprochen. Er meinte, ja, die Lage ist im Moment das, was das Entscheidende war, die Aussichten sind in verschiedenen Branchen gar nicht so überragend, weil es an verschiedenen Branchen und Sektoren immer noch relativ hakt. Dann hat man noch eine relativ hohe Staatsverschuldung zu melden und dann wirbelt es nochmal in den USA an den Ölmärkten. Wir haben ja gesehen, dass auch da Konjunkturdaten nicht irgendwie Euphorie auslösen können. Aber jetzt wirbelt es da nochmal, ja, naturell sozusagen. Naturell, genau. Hurricane-Saison ist mittlerweile gestartet und der Hurricane Laura wird dann auch auf dem Festland oder an dem Festland der USA erwartet. Und da hat man ja schon aus Sicherheitsgründen berechtigterweise, was die Ölproduktion angeht, ordentlich gedrosselt. Ich glaube, 80 oder über 80% sind es am Golf von Mexiko, wo man dann die Ölproduktion runtergefahren hat, damit eben keine Schäden bleiben. Und das erinnert so ein bisschen an 2005, an Katrina, oder? Ja, das war auch damals so heftig. Und inzwischen hat ja die gerade diese Region da viel getan, um vor Überflutungen zu sichern. Aber nichtsdestotrotz, Produktionsausfälle sind Produktionsausfälle. Und 15% des amerikanischen Öls kommen von dort. So kann man ja sagen, naja, im Moment ist die Nachfrage ohnehin nicht so doll. Ja. Nichtsdestotrotz, 15% sind eine Menge. Michael Blumenroth sagte dieses Jahr, diese Tage, es sind wohl 5 Millionen Barrel, die da pro Tag fehlen. Das ist schon viel. Man hat es an den Ölpreisen gleich gesehen. Die zogen wieder ein bisschen an. Aber wenn wir jetzt mal auf die Daten der nächsten Woche schauen, dann kann das auch ganz schnell wieder Geschichte sein. Weil wenn die Konjunkturdaten schlecht sind, sind auch meistens die Ölpreise die ersten, die wieder den Abrutschen machen. Wollen wir mal schauen. Du hast schon einiges vorbereitet hier auf der Konjunkturtafel sozusagen. Mhm. Bunt gemischt, Japan, China, Deutschland, EU, USA und auch UK. Worauf schauen wir nächste Woche ganz besonders? Das sind so die Frühindikatoren, also ISM, Verbrauchervertrauen, sowas, die Market PMIs sind wichtig. Alter, richtige Kracher. Also es ist viel wichtig und es ist viel Zeug, was wir nächste Woche so haben, Johanna. Also langweilen tun wir uns nicht, tun wir ja eigentlich nie, also wenn wir ganz ehrlich sind. Also es ist immer ganz sportlich, aber dann kommen die Arbeitsmarktberichte aus den USA. Genau, und da haben wir ja die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Und wenn wir uns erinnern, in der letzten Woche ist es nicht ganz so dramatisch ausgefallen wie in den Wochen zuvor. Aber nichtsdestotrotz muss die USA da einiges stemmen, was die Arbeitslosenquote angeht, was die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe angeht. Und das zeigt eigentlich noch mal viel deutlicher, wie heftig die USA durch diese Corona-Krise gebeutelt ist und möglicherweise auch noch eine ganze Zeit werden wird. Aber dazu möchte man trotzdem noch sagen, man merkt auch, dass Wahlkampf ist momentan. Oh ja, man merkt, was Wahlkampf ist und es bleibt spannend. Also die nächsten Monate haben wir dann noch ordentlich zu tun. Es gibt ja dann immer schon wieder so im Vorfeld so die Geschichten und Stories, welcher Präsidentschaftskandidat für welche Branche besonders lukrativ sein könnte. Wer schon mal ein bisschen was in die Bahnen lenkt, vielleicht auch im Vorfeld, wer jetzt schon mal ein bisschen das Bild verschönert. Aber ich glaube, da wird es noch einen harten Kampf geben in den nächsten
Wochen, ja. Monate sind es gar nicht mehr so viele. Ne? Es ist schon fast, der August ist eigentlich durch. Ja, Anfang November ist dann der Tag der Wahrheit sozusagen. Den haben wir natürlich dann auch auf dem Schirm, aber jetzt wünschen wir erstmal einen guten Wochenausklang und einen guten Start in der nächsten Woche. Genau, machen Sie es gut.